Der Baum. Setze oder lege dich hin, ganz so, wie es für dich angenehm ist. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, setze dich so hin, dass deine Beine, wenn möglich, nebeneinander sind und du deine Füße auf dem Boden spürst. Halte deinen Rücken auf entspannte Weise aufrecht, entweder frei oder sanft angelehnt. Lass deine Arme entspannt herabhängen und lege sie auf deinen Oberschenkeln oder der Armlehne ab. Wenn du im Schneidersitz oder kniend auf dem Boden sitzt, achte darauf, dass dein Rücken aufrecht ist und die Arme entspannt herabhängen können. Spüre jetzt noch einmal bewusst, wie deine Füße mit dem Boden in Kontakt sind und deine Sitzknochen mit Stuhl oder Boden in Berührung sind. Dann atme ein paar Mal tief durch und mach ruhig einen großen Schnaufer, mit dem du hier und jetzt ankommst. Und jetzt atme einige Male ganz regelmäßig ein und aus und achte darauf, wie dein Atem in dich einströmt und wieder herausfließt. Wenn du magst, zähle beim Einatmen auf 4 und dann beim Ausatmen auch auf 4. 1, 2, 3, 4. Aus. 2, 3, 4. Und dann atme in deinem ganz eigenen Vierer-Rhythmus weiter. Und nun beginnt deine Reise. Stell dir vor, du stehst auf einer Wiese. Du spürst, wie deine Fußsohlen den Boden berühren. Und jetzt schaust du dich um. Du siehst als erstes die wunderschöne Wiese. Sie ist herrlich reich in ihren Farben und Formen. Da sind Gräser, Margeriten, Schafgarben, Glockenblumen und roter Klee. Atme tief ein. Vielleicht riechst du den Duft der Sommerwiese, leicht würzig und grasig zugleich. Du spürst, wie die Sonne dich wärmt. Sie wärmt dich genau so, wie du es brauchst. Gerade richtig für dich. Dann kommt eine laue Brise auf, die dir leicht durch die Haare und das Gesicht weht. Jetzt blickst du auf und siehst einen Baum, einen wunderschönen Baum, deinen Baum. Lass dich einfach davon überraschen, welches Bild eines Baumes dir kommt. Oder welcher Name eines Baumes in dir aufsteigt. Noch siehst du den Baum ein bisschen aus der Ferne. Du spürst noch einmal, wie du auf der Wiese stehst. Dann gehst du langsam auf den Baum zu. Oder, wenn dir danach ist, läufst du rasch auf deinen Baum hinzu. Näher und näher kommst du deinem Baum. Spürst bei jedem Schritt den Boden unter dir. Ein paar Wolken ziehen über den Himmel und Vögel zwitschern. Du hörst das sachte Rauschen der Blätter im Wind. Und jetzt stehst du vor deinem Baum. Schaust ihn dir nochmal ganz genau an. Spürst, wie deine Füße auf dem Boden vor dem Baum stehen, dem gleichen Boden, in dem der Baum tief verankert und verwurzelt ist. Nun gehst du noch ein paar Schritte weiter auf den Baum zu, legst sachte deine Hand auf die Rinde
und spürst, wie sich der Baum anfühlt. Ist die Rinde weich? Ist sie ein bisschen rau? Fühlt sie sich warm an oder kühl? Wie ist die Beschaffenheit der Rinde unter deiner Hand? Vielleicht fühlst du auch erst einmal nichts, oder es ist schwierig, dir vorzustellen, wie sich die Rinde anspürt. Das ist ganz egal. Schon die Frage, wie ist diese Rinde unter meiner Hand, bringt dir den Baum ein Stückchen näher. Wenn du magst, kannst du auch den Baum umarmen. Deine Wange an den Stamm lehnen. Mit deinen Armen den Baum umfassen. Nachdem du deinen Baum so begrüßt hast, dreh dich um und lehne dich mit dem Rücken an den Baum. Und auch deinen Kopf lehnst du entspannt an. Atme einmal tief ein und aus und spüre den Kontakt zum Baum in deinem Rücken. Vielleicht sitzt du auch an den Baum gelehnt oder du stehst und atmest tief durch. Du spürst ganz fest deinen Rücken in Verbindung mit dem Baum, der tief in die Erde und weit nach oben ragt. Du fühlst, wie der Baum in deinem Rücken dich hält und dir Kraft gibt. Die Sonne wärmt dich sacht, der Wind, der die Blätter leise rauschen lässt, streicht über dein Gesicht. Du richtest deinen Blick nach oben in die Krone des Baumes. Die Blätter oder Nadeln bewegen sich zart im Wind. Und der Himmel und ein paar vorüberziehende Wolken blitzen durch das Blätterdach. Du hörst die Vögel, die um den Baum herumfliegen. Und vielleicht setzt sich einer der Vögel auf einen Ast und du erhascht einen Blick auf sein buntes Federkleid. Du atmest tief ein und riechst die würzige Luft. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann kannst du dir auch vorstellen, wie es wäre, zu diesem Baum zu werden. Du kannst aber auch an dem Baum gelehnt sitzen bleiben. Nun versetzt du dich in den Baum hinein, nimmst das Holz, den Duft des Harzes wahr. Du spürst die aufrechte Kraft des Baumstammes in dir. Mit deiner Aufmerksamkeit wendest du dich nun den Wurzeln zu. Kannst du sie als deine Wurzeln spüren? Das Wurzelwerk ist wie die Krone. Es gibt kräftige Wurzeln, die dir Halt geben und dich verankern. Und dann sind auch ganz feine Haarwurzeln da, die Nährstoffe für dich aufnehmen. Über die Erde ist der Baum mit vielen anderen Bäumen verbunden. Selbst wenn er alleine auf einem Hügel steht, ist er durch diese Verbindung doch niemals wirklich alleine. Und der Baum muss nichts tun, muss nicht arbeiten dafür, um seine Nahrung aus der Erde zu bekommen. Stell dir vor, wie es ist, wenn du einfach bist und mit jedem Atemzug aus der Erde das bekommst, was du jetzt gerade brauchst. Gibt es etwas, das du jetzt brauchen könntest? Wärme? Geborgenheit, Kraft oder Liebe? Stell dir vor, wie du jetzt genau das, was du brauchst, über deine Wurzeln vom Boden bekommst. Lass dich dabei mit jedem Atemzug von genau dem, was du brauchst, durchströmen. Du musst nichts tun. Wie ein Baum nimmst du durch die Wurzeln einfach das auf,
was du jetzt brauchst. Und atme noch einmal tief ein und aus. Und dann stell dir vor, wie die Arme des Baumes, die Äste, die Krone in den Himmel ragen. Auch von oben wird der Baum genährt. Von der Sonne, von der Luft bekommt er alles, was er braucht. Die Blätter verarbeiten für ihn das, was von außen kommt, und geben ihm die Sonnenkraft. Und stell dir vor, dass du nicht nur die Wurzeln hast, die im Boden verankert sind, sondern dass du auch weit nach oben verankert bist, in den Himmel, in die Luft hinein, und von oben alles bekommst, was du brauchst, und wieder, ohne irgendetwas zu tun, irgendwohin gehen zu müssen. Du stehst einfach da, entsinnst dich deiner Wurzeln nach unten und oben und bekommst das, was du brauchst. Gibt es von oben etwas anderes, was du möchtest? Vielleicht Leichtigkeit, Klarheit, Licht? Was auch immer du möchtest, atme es von oben ein und nimm es tief auf in dich. Sei noch ein bisschen mit diesem Gefühl, die Kraft des Baumes in dir als deine zu spüren, weil du zum Baum geworden bist. Und spüre, wie es ist, diese wunderbare Verwurzelung in beide Richtungen zu haben. Und jetzt atme noch ein paar Mal tief ein und aus. Und dann löst du dich vom Baumsein. Und spürst erst nochmal, wie es ist, dich von außen an den Baum zu lehnen. Den Baumstamm in deinem Rücken spürend. Ein paar Vögel zwitschern. Du spürst wieder die Sonne auf deiner Haut. Und dann drehst du dich noch einmal um und legst wie zum Abschied deine Hand auf den Baum. Dann gehst du die Wiese hinab, lässt den Baum hinter dir und weißt doch, dass du ihn weiter in dir trägst. Atme noch einmal ganz tief ein und aus. Spüre deine Füße auf dem Boden oder deine Sitzhöcker auf Stuhl oder Boden. Bewege deine Füße und Hände ganz sacht und langsam. Und in deinem ganz eigenen Tempo kommst du wieder hier an und öffnest langsam die Augen.